Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Mark und heute kümmern wir uns um Runenschilde. Das, was wir auch schon in den vergangenen Tagen eigentlich mal längst schon slurpen wollten, wird heute hoffentlich zur Wahrheit oder irgendwie sowas in der Richtung. Auf jeden Fall müssen wir hier nochmal ein bisschen was sammeln. Wir brauchen Präinkantagio, Potentia und Tutamen. Ich hoffe, das kriegen wir in irgendeiner Weise alles hin. Ich gucke mir ganz kurz nochmal an, wie wir die ganzen Sachen slurpen können. Also, wir brauchen einmal Präinkantagio. Das kriegen wir durch Silverwood Logs. Von denen haben wir auch noch relativ viele. Ist positiv. Dann brauchen wir Tutamen. Dafür brauchen wir... Oh, warte mal, was ist das eine? Ah, die Blöcke, die kriegen wir ja nicht so einfach. Oh, das könnte ziemlich schwer werden. Leder brauchen wir davon ganz viel. Warte mal, wer hatte denn... Hatte Venicraft nicht Leder? Hey. Habt ihr zufällig sowas wie eine Lederfarm? Gucken wir mal ganz kurz. Weil wir das eine Mal, als wir da waren, hatten die ja so mega viel davon. Vielleicht können wir da irgendwie was slurpen. Also irgendwie, ich weiß, dass Venicraft irgendwie sowas wie eine Lederfarm hatte. Also was heißt Lederfarm? Auf jeden Fall war da ganz viel bei ihm. Und ich glaube, ihr hattet mir das auch in die Kommentare geschrieben, weil hier sind ja so ganz viele Mukus gewesen. Aber ich glaube, die brauchte er alle für den Schlüssel. Was hat er denn hier, Alter? Ach, hier wird der ganze Kram längs geslurpt. Oh, was ist denn hier los? Zack. Ich guck mir das alles nur mal so ein bisschen an hier. Strings genommen. Denn hier Leder? Oh, Alter, die coole Sachen. Eine Olivia-Spitzhacke. Wir kennen sie nicht. Zenitphase? Was ist da denn los? Eine Kuh-Trophy? Oh, hier ist 64 Leder drin. Oh Mann, aber ich weiß nicht, ob ich mir das einfach so nehmen kann. Oh, da ist ganz viel Cobblestone drin. Nee, ich kann das jetzt nicht einfach. Hätte er da super viele Stacks und so, dann würde ich das da ja rausnehmen, aber ich kann mir das nicht... Oh Gott, was ist denn hier drin? Alter, was denn? Ach so, das ist Lava, okay. Obwohl, ich schreibe ihm das einfach hier dran. Und dann gebe ich ihm das auf jeden Fall wieder. Vinny war übrigens auch auf den Video Days. Warte mal, wo war das denn jetzt drin? Da, kann ich mir 18... Kann ich mir bestimmt knuspern, aber ich brauche ein bisschen mehr. 27, warte mal, ich nehme 25. Weil so viel brauchen wir auch, glaube ich, oder? Ich guck mal ganz kurz hier rein. Von diesem Tutamen brauchen wir nämlich viel. Vielleicht habe ich auch so noch ein bisschen Leder. Zack. Hoffentlich, ey. Müssen wir das da gleich mal reinwerfen. Wir bräuchten eigentlich auch nochmal ein bannbares Glas. Oh, hier ist ein bisschen was übergelaufen. Das sollten wir vielleicht bald mal nochmal abholzen. Oder, warte mal, ich mache das mal ganz kurz. Nee, so geht das erstmal nicht. Zack. Mann, die Sachen werden echt immer schwieriger, die zu slurpen. Ich guck mal ganz kurz. Vom Präinkantagio hatten wir nämlich auch kaum noch was, oder? Ich guck nochmal hier. Ne, das ist Alienis. Präinkantagio liegt leider hier nicht mehr auf der Straße. Nur Potentia, von dem wir schon ganz viel haben. Schade eigentlich. Aber nur gut. Müssen wir mal gucken, ist denn hier... Oh, die Silberholz-Logs nehmen wir als Brennmaterial. Ist vielleicht auch nicht so smart. Aber wir packen das hier erstmal rein. Da ist noch Perdicio drin. Warte mal, Terra. Haben wir hier noch ein Terra-Glas irgendwo? Nee, sieht nicht so aus. Venomum. Hier ist ja noch Präinkantagio. Okay, warte mal, dann müssen wir das hier gar nicht mehr... Kommt das hier erstmal raus. Zack. Dann slurpen wir Terra. Ich nehme mal das hier raus und werde das mal leeren. Haben wir auch wieder ein bisschen viel Krimskrams drin. Warte mal. Ups. Man kann das hier weglegen. Zack. Können wir das hier komplett rausnehmen. Nehmen mal hier. Slurpen das hier mal komplett. Ah, hier ist auch noch ganz viel Perdicio. Ups. The Alembic is empty. Venomum Terra. Damit das hier mal wieder alles komplett leer wird. Ups, nein, das wollte ich doch gar nicht machen. Ah, da kommt jetzt das Präinkantagio raus. Dann legen wir dich mal, gutes altes Terra. Stellen wir mal hier wieder an die Wand. Zack. Nehmen Präinkantagio.
Sollten das hier mal komplett raus. Das Ordo! Krass! Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt, aber Ordo, da haben wir Modus. Und noch so ein paar verschiedensten Sachen, die wir eigentlich mal am besten lernen sollten. Warte mal. Zeig, wir haben einfach zu viel gerade im Inventar. Ist ein bisschen nervig. Sollte ich eigentlich mal leeren. Entschuldigung. Dankeschön. Mal ein bisschen Ordo wegslurpen. Oh, und dann kommt da wieder aber. Das ist jetzt ein bisschen nervig. Ich lege hier zumindest schon mal wieder ein bisschen Leder rein. So, aber, komm her. Dann würde ich hier auch mal wieder ein bisschen vollfüllen. Aber von aber haben wir echt einfach so viel. Genauso wie von Perdicio. Ach, da kommt jetzt schon wieder was nach. Mensch. Slurp mal den ganzen Kram. Da ist Tutamen. Das ist das, was wir brauchen. Venomum. Hier, das werde ich mal kurz platzieren. Weil da haben wir wieder zwei Gläser, die wir sowieso gerade nicht brauchen. Zack. Und dann Tutamen. Wie viel brauchen wir denn von dir? Ich glaube, wir brauchen ziemlich viel von dir. Wartet. Gucken. 20. Okay, mal gucken, ob wir das rausbekommen. Oh, da ist schon wieder Terra. Mensch, du gehst mir auf die Nerven, Terra. Ich habe doch hier gerade an die Wand geslurpt. Oder kommst du auf einmal schon wieder? Zack. Zack. Da ist wieder Tutamen. Wir brauchen mehr von dir. Und weniger von Terra. Tutamen. Ich weiß, ich spreche das wahrscheinlich schon wieder falsch aus. Perfodofio oder so habe ich auch schon mal 27.000 Mal falsch ausgesprochen. So, das hatten wir letztens schon mal gelehrt. Weil wir da auch irgendwie zwei von hatten. Was haben wir hier? Oh, Sensus sollte ich nicht wegpacken. Warte mal, dich haben wir doch diese Stücken. Ja, hier habe ich das doch. Das ist gerade ein bisschen nervig, dass wir das alles immer hier so hin und her slurpen müssen. Aber geht halt gerade. Oh, Strange Whispers reveal secrets to you. Okay. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Wo habe ich das denn jetzt hier schon wieder? Tutamen, wo habe ich dich hingelegt? Da oben. Zeig. 5 Minuten. Ah, wir sind ja gerade erstmal bei 7 Minuten. Das kriegen wir auf jeden Fall alles hin. Auch wenn das hier gerade ein bisschen chaotisch ist. Aber das ist ja kein Problem bei Pidizzle. Das System müssen wir auf jeden Fall nochmal pimpen. Aber das werde ich dann ganz in Ruhe in einem Livestream machen, wenn ich wieder aus Chicago zurück bin. So, da haben wir doch jetzt schon 22 von. Da müsste doch reichen, meine Damen und Herren. Ja, davon haben wir 20. Man könnte natürlich jetzt auch die noch erforschen. Kinetischer, geladener Ring. Aber ich habe Angst. Revitalisierender. Wollen wir den mal... Amulett des Notfallschildes. Ich bin noch nicht fertig. Ich gucke mir das ganz kurz mal an. Research completed. Ach so, da können wir das noch pimpen. Geil. Okay, aber man muss das erstmal bauen. Okidoki, warte mal. Tutamen haben wir jetzt auch genügend. Zack, dann stellen wir dich mal hier hin. Ich werde mir auf jeden Fall... Oh Gott. Ah ne, das ist nur ein Lauch. Dieses Dingens des Bands werde ich mir mal holen. Haben die eigentlich... Okay, die haben mir gar nicht geantwortet. Da kommt noch einer. Ja, immer zur Nacht. Oh, wenigstens hast du einen Kopf dabei gehabt. Und ich werde schon wieder beschossen. Wer will mich hier beschießen? Gedreckt! Gedreckt! Du auch gedreckt! Damit die hier endlich mal sich verpieseln. So, was brauchen wir noch? Potentia hatten wir, glaube ich, schon da dran. Potentia und Preincantatio. So, warte mal. Wo warst du, Preincantatio? Ich hatte mir doch hier irgendwo. Oder auch nicht. Zack. Den brauchten wir von dir. 35? Oh oh. Brauchen also doch noch ein bisschen was. Habe ich die zu früh rausgenommen? Oh, na gut. Warte mal, war das hier Panos? Ja, das war Panos. Kommt mal hier. Oh, oh, nee, da soll es eigentlich gar nicht ran. Aber da müssen wir gleich nochmal ein bisschen was slurpen. Also müssen da doch nochmal die Silverwood Lock Blocks, whatever, ran. Panos. Also noch ein bisschen was. Das ist auch schon fast voll. Hoffe mal, das ist jetzt gleich nicht zu voll. Da kommt noch mal ein bisschen Tutamen, den wir jetzt leider schon da hinten hingelegt haben. Ich müsste gucken, ob ich noch mal Bischia irgendwie oder Perdicio. Und wir müssten noch mal irgendwas leeren. Aber die Frage ist einfach, was? Hier, Aqua, Alter. Wer braucht schon Aqua? Zack. Na komm.
lernen wir dich hier mal komplett aus. Damit da oben auch nochmal ein bisschen was hinkommen kann. Und was sollte da anderes hin als Terra? Zack, da oben haben wir auch noch mega viel. Ah, da ist es doch endlich, das, was wir benötigen. Brincantagio. Gib mir nochmal einen Schluck. Jetzt haben wir 36. Und 36 benötigen wir auch, beziehungsweise 35. Perfekt, so. Und es ist auch Tag, das ist sogar noch besser, weil dann geht hier hoffentlich nichts in die Binsen. So. Zack, zack. Hin mit dir. Perdicio. Ja, Perdicio ist hier ja schon einmal, glaube ich, ein volles. Den stelle ich hier aber trotzdem nochmal hin. Kann davon ja niemals genügend haben. Okidoki, jetzt geht es um die Wurst, indem wir uns nochmal ganz kurz hier ein gewöhnliches Amulett nehmen. Wenn der Server hier ganz kurz nochmal ein bisschen gelaggt hat. Ach, Moment mal, wir brauchen ja noch ein paar andere wichtige Sachen, oder? Zweimal Nitor und verzauberter Stoff und ein Schreibset. Oh, jetzt muss ich auch nochmal gucken. Obwohl, die Nitor holen wir uns einfach hier. Das ist mir jetzt... Jacke wie Hose. Kann man sich ja immer schnell noch schnappen. Aber jetzt möchte ich, dass hier nichts irgendwie viel schlägt. Und dann nochmal verzaubertes Tuch. Das ist die Frage, wie holte man sich das nochmal? Das war doch auch Alchemie, oder nicht? Oder war das Artefakte? Hier, verzauberter Stoff. Graue Wolle und Strings. Das sollte ich, glaube ich, hinbekommen. Also Wolle müsste ich bestimmt noch haben. Und wenn, aber auch nur eine irgendwo. Marble... Wollte ich mir eher eine Schere oder so irgendwo. Na komm schon, Wolle. Der sieht immer aus wie Wolle, dieser blöde Marble. Denkt man immer so, yay, ich hab Wolle. Und dann ist es doch nichts davon. Aber hier ist weiße Wolle, perfekt. Und dann brauche ich noch ein paar Strings. Strings, Strings, Strings. Gib Piedesel ein paar Strings. Strings, Strings, Strings. Gib Piedesel ein paar Strings. Hab ich die alle mal verbauert? Also habe ich die alle irgendwo mal. Da sind zwei. Wir brauchen... Ah, ich habe wieder welche im Inventar gehabt. Es tut mir leid. No problemo. So. Habe ich noch ein paar Potatoes hier vor? Wir müssen ein bisschen was essen. Wir müssen auf unsere Ernährung achten. Okidoki. Dann werden wir mal gucken, ob das Ganze hier wieder funktioniert. Nee, Zauberstab. Wir brauchen als erstes kommt das Amulett in die Mitte. Okidoki. Dann gucken wir uns wieder das Taumonomikon an. Um zu gucken, wo die alle hin müssen. Okay, an die Ecke, Nitor. An die Ecke. Gut. Dann verzaubertes Tuch. Achso, das sollte ich vielleicht mal craften. Birgt gewisse Vorteile. Habe ich gehört. Also da muss man natürlich mal gucken hier. Zack. Ach, hier haben wir auch noch eine Glasscheibe drin. Brauchen wir in diesem Moment allerdings nicht. So, die Fäden. Zack, zack. Zack, zack. Und die weiße Wolle. Und verzauberter Stoff. Perfekt. So, den Zauberstab müssen wir wieder mitnehmen. Denn der ist schon ein bisschen wichtig. Zack. So, komm schon bitte. Oh, das muss einfach klappen. Du kamst, glaube ich, hier hin. Yep. Bernstein. Och Mensch, hätte ich dich ja beinahe vergessen. So, runter hier. Den müssten wir auf jeden Fall noch haben. Wir haben hier Bernsteinblock. Muss ich den mal ganz kurz wieder ein bisschen umwandeln. Zack, vier Bernstein. Dankeschön. So viel brauche ich ja nicht mal. Und in der Truhe wären sogar auch noch zwei Nitor gewesen. Haben wir auch noch ein bisschen was von, aber das ist jetzt nicht allzu schlimm. Bernstein. Hierhin. Der Charm kommt an die Ecke. Ach, ein Schreibset. Ups. Müssten wir gucken, dass wir uns hier vielleicht einfach das eine mopsen und dann mit Tinte wieder vollfüllen fürs erste. Tinte haben wir auch. Meine Nase läuft schon wieder. Das ist ein bisschen ungünstig. Da hatten wir sogar nochmal... Ach, hier hätten wir auch noch Federn drin. Federn sage ich schon. Tinte. Ich gebe einfach mal Tinte ein. Tinte. Da ist nichts drin. Oh, jetzt müssen wir uns auch ein bisschen beeilen. 5 Minuten haben wir noch circa. Da ist Tinte, perfekt. Können wir das direkt vollfüllen mit dem Schreibset. Dann ist das auch schon directly fertig. Artig, smartig, fertig. So, Schreibset. Gucken wir nochmal schnell.
Okay, auf den unteren linken Block. Zack. Und dann fehlt jetzt, glaube ich, nur noch hier einmal Nitor. Und dann können wir das Ding auch schon anschmeißen. Genau, hier kommt dann Nitor hin. Bevor wir allerdings starten, muss ich mir ganz kurz die Nase putzen. Es tut mir leid. Ja. Perfekt. Gut. Jetzt geht's wieder um die Wurst, meine Damen und Herren. Oh, 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 ich wäre hier beinahe in die Lava gefallen. Drück die Daumen. Zack. Oh. Wir müssen wieder aufpassen. Okay, noch sieht alles gut aus. Die Runenschilde sind übrigens sozusagen so ein Schild, der um uns gespannt wird aus Runenenergie, der uns vor Angriffen etc. schützt. Kann ich gleich euch nochmal zeigen. Aber bis dazu sieht alles echt gut aus. Es blitzt und donnert auch da vorne wieder mal an der Runenmatrix. Aber momentan werden jetzt erstmal Präinkantatio und so da reingezogen. Das wäre nice, ey. Dann hätten wir... Oh, oh! Zack, direkt wieder raufgepackt. Da sollte es jetzt... Nein, da auch! Zack, direkt wieder drauf da. Also wir haben diesmal rechtzeitig reagiert. Der Talisman wird reingesogen. Sieht aber gut aus. Ich glaube, unser Timing war exzellent. Oh, yes. Oh, das sieht gut aus. Jetzt nur noch das Schreibset rein. Und dann kann Petersil dancen. Dann. Jawohl! Da ist das Runenschild. Sauber, gib mir das. Zack! Und dann können wir das direkt anlegen. Weil hier, das lädt langsam meine Stäbe auf. Aber das ist leer, das Amulett. Deswegen bringt uns das gar nichts. Zack! Sauber, jetzt sehen wir das schon. Wir haben hier... Oh, guck mal, das Runenschild lädt sich da gerade auf. Und normalerweise müsste das jetzt folgendermaßen funktionieren. Da, Runenschutz. Dass wir, wenn wir jetzt mal... Jetzt bräuchten wir eigentlich einen guten Gegner. Aber so schnell lässt sich jetzt wahrscheinlich keiner finden. Doch, im Nether. Da könnten wir mal ganz kurz hinfliegen, weil ich euch das ganz kurz zeigen möchte. Ob der hoffentlich funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Zack, einmal kurz in den Nether rein. Hoffentlich mache ich jetzt hier keinen Fehler. So, oh Gott, wo bin ich denn hier? Okay. So. Wer bist du denn? Nee, mit dir möchte ich nicht kämpfen. Warte mal. Da vorne ist zum Beispiel einer. Guten Tag. Zack. Den habe ich jetzt und jetzt seht ihr das schon. Das Runenschild hat den Schaden absorbiert. Lädt sich wieder auf und zack, Alter. Ich habe keinen Schaden bekommen von meiner eigenen HP-Anzeige. Und das Runenschild lädt sich auch wieder automatisch auf. Lädt sich wieder auf. Und stellt euch mal vor, wenn wir jetzt das Runenschild haben und dann noch so einen Ring und die auch sogar noch verbessern. Also, dann können uns Creeper mal kreuzweise und so. Also, das ist, glaube ich, echt ziemlich, ziemlich nice. Wir sind ja auch nicht unbedingt geschwächt, aber dadurch, dass wir eben noch sowas wie Goggles of Revealing und die Stiefel des Reisenden etc. tragen, dadurch haben wir natürlich dann immer ein bisschen weniger Rüstungspunkte als so der ein oder andere. Aber diese Magie lässt uns so einfach auch viel Schaden absorbieren. Und das ist schmackhaft. Meine Damen und Herren, ich denke, wir haben heute gut was geschafft. Wieder was in der Arkanen-Infusion, die sogar funktioniert hat. Das ist doch was Positives. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.